Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Spider-Man Miles Morales. Diesmal aus dem Schnitt. Viel Spaß beim Schauen. Wir müssen dahin. Los! Nur los! Nein, nein, nicht zu ihr! Nicht zu ihr! Du musst dahin! Wenn du jetzt nicht dahin gehst, dann wird dir das auch nichts helfen. Nur noch ein bisschen. Ich muss mich beeilen. Er kann jederzeit explodieren. Ja. Na los, voran. Los, 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 los! Nein! Nein! Nicht in den! Miles! Ja. Ich weiß ja, dass er überleben wird. Ich meine, schließlich kommt dann Teil 2 ja auch drin vorne. Nicht anfassen! Bringen Sie ganz weit weg! Ich halte das nicht mehr lange aus! Ja. Was? Oh nein, sie stirbt. Aber Finn ist tot. Sind alle... okay. Sind wir. Alle von uns. Ja. Sie ist da umgestorben. Thank you.
Eieiei. Ja. Hey, verschwinde hier, Junge. Wir kümmern uns um die. Haben Sie ihn erkannt? Gut gemacht, Spider-Man. Danke. Wer ist das? Der Kerl? Unser Spider-Man. Eieiei, war das dramatisch. Ich wollte nicht, dass Finn stirbt. Kommen Sie, das sind eindeutig Fakes, das ist gefirkt. Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Ich mach Sie fertig! Ich ja, werde... Ja, wir können Sie. Ich mach Sie fertig! Haben Sie gehört? Ja. Ganz genau, Freunde. Simon Krieger ist im Gefängnis. Aaron Davis, alias der Brawler, hat ihn und Roxxon verpfiffen. Davis wird auch sitzen, kriegt aber wohl mildernde Umstände. Ah ja. Wir können von den Ereignissen in Harlem alle etwas lernen. Gemeinsam sind wir stärker. Und glücklich ist das Viertel, das einen eigenen Spider-Man hat. Sieht gut aus, hey. This is where we come from, yeah we did it. City on my back, I'm committed. This is where we come from, yeah we made it. Oh, aber ich muss trotzdem noch mal kurz unterbrechen. Weil, ne, wegen Schnitt und so. Okay, dann gucken wir mal. Wie süß. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das schneiden werde, weil ich das am Stück gespielt habe. Und ich nicht wusste, wie lange das noch geht. Okay. Ah, Spidey ist wieder da. Mann, ich fasse das mit dem Anzug nicht. Echt cool. Ja. Passt zu mir. Ja, genau. Pete. Wird dieser Job jemals einfacher? Nein, nicht wirklich. Teilweise ja. Aber manche Dinge werden nie einfacher. Ja. Roxxon hat das hier gemacht, weil wir in ihren Augen wertlos sind. Ich, Rick, Finn, alle in Harlem. Es ist unser Job, sie damit nicht davonkommen zu lassen. Kommt zum Spider-Man-Ei dazu. Ja. Das stimmt. Geht's los? Geht los. Ja. Was sind die zwei Nebenmissionen noch? Ja. Ich wüsste aber trotzdem gerne noch, was die Nebenmissionen sind. Na gut, dann werde ich mich mal kurz ausklinken. Ich habe ja eben gerade pausiert, also können die Credits ruhig durchlaufen. Nö, dann klicke ich mich erstmal aus. Und dann gucken wir nach den Credits weiter. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world.
vision. When they couldn't see it, man, just let the picture develop. I got a, yeah, fly as a whip with propellers. All of these feelings are jealous. Just cause I'm young and I'm careless, swing through the window, what are angels? I'm ready to go, she calling my phone, girl, I'm coming over. I got something to prove, I showed her the world, can't hold it no longer. They think I'm way too young to stand up for the ones I love, but let me tell you something. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world, I'm ready. You can't stop me now. Drip on a rooftop. Gotta fight for the truth in this war. Don't let the city go dark. You know the swag, they fill it, the shoes, I kill them. While meanwhile, I'm fighting a villain. She know what the deal is, a cliff full of heroes. She made me moonwalk on the ceiling. Just ask, they know we the illest. Spidey sense, I feel the vision. They really think they can get us. They checking the drip when I flip up the building, yeah. Der Osborn-Junge, oder? Der... Der grüne Goblin? Ist das im nächsten... Ist das jetzt der nächste Teil? Ja, das ist der Junge. Die Werte sind gut, Kreislaufsystem ist stabil, Hirnaktivität normal. Er war lange genug da drin. Mr. Osborn, ich verstehe Ihre Sorge. Aber seine Krankheit andere... Gott. Aber es könnte unter Umständen sehr gefährlich sein. Ich sagte, rausholen! Jetzt! Okay. Kann er sich denn überhaupt bewegen, wenn er da so lange drin war? Wow, Plot für den nächsten Teil. Wow. Also ich meine, ich weiß ja schon ein bisschen was vom nächsten Teil. Ich habe ja schon ein paar Trailer gesehen, aber wow. Ich klinke mich nochmal raus. Credits gehen ja anscheinend weiter. Ich wollte nur meinen Senf dazugeben. Ich höre nach wie vor irrationalen Jubel hormonell geschädigter Kids in Jareds Alter. Was? Du bist wie alt? Meine Güte, arbeite mal was Richtiges. Über diese freundliche Spinne aus der Nachbarschaft-App. Angeblich kann dieser junge Spider-Man ja alles. Gut, ich habe über besagte App gerade eine Portion Saganaki von meinem Lieblingsgriechen in Astoria bestellt und angegeben, dass ich das Gericht gerne frisch und nach griechischer Tradition vor meinen Augen flambiert haben möchte. Mal sehen, ob unser ach so toller Spider-Man das auch schafft.
Bitte sehr, Mr. Jameson. Ich muss los. Jared, ruf die Polizei! Spider-Man ist eingebrochen und will uns alle abfackeln! Meine Güte, ist das lecker. Mach Werbung, Jared. Ich muss hier erst mal schlemmen. Nichts da! Hättest dir selbst was bestellen sollen. Das ist meins! Meins, Jared! Autsch, heiß.
Mach's gut, Finn. Glückwunsch, du hast die Hauptstory abgeschlossen, aber das Abenteuer geht weiter. Du kannst jetzt im Pausemenü mit erneut spielen bereits abgeschlossene Missionen oder in der FSDN-App bereits abgeschlossene FSDN-Aktivitäten wiederholen. Du kannst jetzt auch im Menü Einstellungen die Tageszeit ändern. Wenn du eine größere Herausforderung suchst, kannst du mit dem Schwierigkeitsgrad ultimativ ein neues Abenteuer starten oder mit Neues Spiel Plus mit deiner ganzen Ausrüstung und allen Fertigkeiten neu beginnen und neue freischalten. Viel Glück. Ja, sehr schön. Dankeschön. Was hat das jetzt mit den beiden Dings auf sich? Ich muss gleich eh pausieren wegen Zeit und so. Immer noch zwei Dings, ne? Aber Fertigkeiten. Machen wir mal das hier. Gut. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal pausieren. Und speichern. Wegen, ne? Bevor sich die Aufnahme noch selber durch die langen Credits dann beendet. Okay, ich habe mittlerweile die Quest entdeckt. Die ist bei uns zu Hause. Da oben. Deswegen können wir da auch schnell hinreisen, weil... Oder? Alte Zeiten. Okay, dann machen wir das so. Nehmen wir mal hier die U-Bahn-Station, ne? Alte Zeiten, okay. Ich meine, Peter ist ja jetzt auch wieder da. Nö. Gucken wir mal, was es damit auf sich hat. Hey Mom, hast du zu tun? Nur ein bisschen. Was gibt's? Ich komme gerade aus der Trinity Church. Ich musste an Finn denken. Und? Ja. Was beschäftigt dich? Sie hat mir das Leben gerettet. Dir, allen anderen. Dabei hat sie uns erst in Gefahr gebracht. Ja. Aber seitdem ich weiß, was mit Rick passiert ist, verstehe ich es irgendwie. Menschen sind kompliziert. Nimm Onkel Aaron. Ja. Er hat Krieger ins Gefängnis gebracht. Er half uns, Leute aus Harlem rauszubringen. Ja. Aber wenn ich ihn ansehe, muss ich nur an die Qualen deines Vaters denken. Ja. Du musst Finns Leben nicht beurteilen, Miro. Auch nicht ihren Tod. Behalt einfach in Erinnerung, warum du sie so gern hattest. Du bist immer für mich da. Das ist mein Job. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Entiendes? Sí. Te quiero. Okay. Machen wir es mal hier, ne? Ich muss mal schlafen. Oh ja, gut. Dann machen wir das. Nur ganz kurz ausruhen. Ja, ruh dich mal aus, das hast du dir verdient. Nach allem, was passiert ist. Ja, ganz kurz. Von Mom. Ein Hinweis auf eine Schnitzeljagd? Auf. Dad und ich haben das gerne gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Miles. Bist bereit für die weltbeste Schnitzeljagd? Hier ist der erste Hinweis. Den Park im Blick, die Welt auf den Schultern. Bewachen wir den nächsten Hinweis. Das sehe ich mir mal an. Was sie sich wohl ausgedacht hat? Okay. Ich sollte raus hier. Mir das Natural History Museum ansehen. Mhm.
Ah ja. Ich war ewig nicht mehr im Museum. Beim letzten Mal mit Finn und Dad. Das hat immer Spaß gemacht. Der Gedanke ist jetzt total verrückt. Boah, das ist echt klasse. Das freut mich. Ich meine ihn. Ich sag's ihm gleich. Bist ein guter Spider-Man. Bis bald dann. Theo ist der Hammer. Super Typ. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet nach dem Ende, aber gut. Ach was, weißt du was, wir sind so oft hier rumgeschwungen und... Wir nehmen mal die U-Bahn. Wir haben ja das Ticket noch. Hm? Und ich glaube, wir können auch gleich den anderen Anzug anziehen. Schließlich haben wir jetzt die Quest durch. Ja. Da. Achso, Katzenfreunde ab. Okay. Genau. Warum nicht? Als was du mit ihnen gemacht hast. Nächstes Jahr danke, wird dass du diese Dreckskerle. Ja. Okay. Natural History Museum. Der Hinweis auf der Karte war: den Park im Blick, die Welt auf den Schultern. Bewachen wir den nächsten Hinweis. Am Eingang beim Central Park steht eine Statue mit vier Typen und einem Globus. Vielleicht ist die gemeint. Wo denn? Hier? Ich habe viel zu viel gegessen. Ich kann nicht. Na dann, ich muss noch mein Schrittziel erreichen. Ist das heute noch was? Das wäre super. Hast du dich verlaufen? Nein. Du musst noch eine Postkarte. Oh, okay. Jawohl, ich habe ein Foto. Die hier ist vom Empire State Building. Hoch über dem Empire State findest du ein blindes Augenpaar. Okay. Da ist noch ein Speicherstick. Hey, Großer. Herzlichen Glückwunsch. Dad. Ich dachte, eine Schnitzeljagd macht dir Spaß zu deinem 16. Eine Reise in die Vergangenheit. Weißt du noch, der Sommer, als du und Finn jedes Wochenende mit mir ins Museum wolltet? Ich sag dir was, ich hab das geliebt. Ich habe mich oft schuldig gefühlt, weil du keine Geschwister hast. Mit deinem Onkel läuft's gerade nicht, aber ohne ihn wäre ich keine 18 geworden. Wenn du mit Finn zusammen warst, fühlte ich mich weniger schuldig. Du hast eine Schwester. Sie. Mit Finn und jetzt Genki wirst du immer eine Familie haben. Ich hab dich lieb, Großer. Auf zum nächsten Hinweis. Oh. Wow. Hab seine Stimme lang nicht mehr gehört. Ja. Hoffentlich gibt es weitere Nachrichten von ihm bei der Schnitzeljagd. Hey, Schlafmütze, hast du den Zettel gefunden? Ja. Ja, ich bin dem Hinweis gefolgt und hab Dad gehört. Hast du das alles gemacht? Nur den Feinschliff. Der Rest ist noch von deinem Dad. Ich weiß, ja. Es war hart seit dem Umzug. Ich dachte, das hilft dir vielleicht. Tut es. Gracias, Ma. De nada. Viel Spaß mit ihm. Und denk dran. Ich bin da, wenn du mich brauchst, Miles. Du kannst mir alles sagen. Okay. Te quiero.
So, hier ist die nächste. Okay, das ist mal eine ungewöhnliche Art, mit der Bahn zu fahren. Aber gut. Schöne Feiertage, Spider-Man. Aber das Spider-Man. Schieß ein Netz. Juhu. Nein. Okay. Gute Neuigkeiten. Roxxons Prototyp-Labore in Manhattan sind hin. Genau wie ihre Reaktoren. Endlich. Ohne die Labore und ohne Krieger sieht es aus, als hätte Roxxon einen ordentlichen Dämpfer gekriegt. Ja. Die halten sich jetzt sicher erstmal bedeckt. Gut. Ich will nämlich keine Reaktoren mehr abzapfen. Verstehe, Kumpel. Aber ich freue mich, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Ja. Ich auch. Bis zum nächsten Abenteuer? Also, ja. Ungefähr 5 Minuten, oder? Naja, doch nicht so schnell. Empire State Building, also der Hinweis. Hoch über dem Empire State findest du ein blindes Augenpaar. Vielleicht geht's ja um das Fernglas auf der Aussichtsplattform. Wo sind die? Entschuldigung. Hey. Hier. Nein, doch. Modern Art Museum. Geht doch. In Greenwich. Ich erinnere mich daran. Mhm. Finde das Fossil inmitten des Modernen. Schau auch nach oben. Okay. Ausflug in der 5. Klasse. Empire State Building. Ich war Aufsicht. Ich beaufsichtige nie freiwillig einen Bus 10-Jähriger. Wir brauchten 3 Stunden bis dorthin. Und wer tauchte dann dort auf? Der Spinnenkopf persönlich. Oh, Falscher. Kaum waren wir aus dem Aufzug raus, mussten wir wieder umkehren und aus dem Gebäude fliehen. Ja. Das ist noch ganz genau. Du wolltest bleiben. Du sagtest, Spider-Man braucht uns, Dad. Du bist ein geborener Held, Miles. Verliere nie deinen Kampfgeist. Auf zum nächsten Hinweis. Na. Geborener Held. Ich glaube, ich habe von Dad gelernt, wie man ein Held ist. Ja. Er fehlt mir. Besonders hier. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Das ist hier. Dann fahren wir da mal hin. Nö. Ich hatte mir dich zu Weihnachten gewünscht. Wo warst du? Oh. Okay. Oh, Spider-Man. Selfie? Danke. Lächeln. Das schicke ich gleich meiner Mom. Danke, Spider-Man. Cool, gerne. Da haben wir gerade mal ein Selfie gemacht. Nein, sie hat sich gefreut. Okay, das ist das Modern Art Museum. Finde das Fossil inmitten des Modernen. Schau auch nach oben. Hey, hat das Museum nicht ein Fossil auf der Terrasse zum Fluss? Mal nachschauen. Der nächste Hinweis. Ah, hier. Ja, als nächstes wohl zum CODB. Wo das Licht regiert, sind großartige Melodien. Hängt inmitten der Lichter. Na dann. Beim ersten Mal musste ich dich und Finn förmlich ins Modern Art Museum schleifen. Das sind doch voll komische Bilder.
Aber deine Mom und ich wussten, dass wir euch andere Blickwinkel auf die Welt zeigen mussten. Mitunter radikal andere. Als ich euch ehrfürchtig vor diesem psychedelischen Porträt von Angela Davis sah, wusste ich, dass ihr es kapiert habt. So viel Orange und Gold. Ah ja. Ihr hattet nicht gewusst, dass die Welt auch so aussehen kann. Dass man selbst so aussehen kann. So königlich. Ich bin stolz auf dich. Tolle Leistung bisher. No. Mal sehen, wie du dich weiterhin schlägst. Finn und ich haben noch Monate von dem Ausflug gesprochen. Mom und Dad wussten, wie man inspiriert. Ah ja. Na dann. Da geht's also als nächstes hin. Cool. Wie bitte heißt das? Hey Miles, ich versuche, wow, hier nach all der Zeit alles, was liegen geblieben ist, aufzuarbeiten. Ja. Keine Pause für die Spider-Man? Nein, wo wir gerade dabei sind. Ich werde nach meiner Rückkehr nicht die ganze Zeit hinter dir herschwingen und dich überwachen. Okay. Ich vertraue dir. Und ich habe noch andere Dinge zu erledigen. Na dann. Was denn? Kann ich helfen? Ich brauche einen Job. Freelancer beim Bugle war super. Aber ich will jetzt etwas Festes. Ja. Schon mal an Unterrichten gedacht? Das kannst du gut. Im Ernst? Nein. Nein. Vielleicht? Ich denk drüber nach. Bis dann. Also, ich würde es für eine gute Idee halten. Okay, CODB. Los geht's. Hängt inmitten der Lichter. Zwischen Lichtern und Lautsprechern. Nur weil Weihnachten vorbei ist, kann man doch trotzdem noch freundlich sein. Ich bin freundlich, immer. Tja, mein Sudoku wird sich nicht von alleine lösen. Also. Na los, fahrt schon! Ah, hier. Na also. Danke. So komme ich da nicht ran. Spider-Man! Willst du meine Karte? Lobster Bills. Letztes Restaurant. Unter Stuyvesant haust eine monstermäßig gute Mahlzeit. Ah, Stuyvesant. Ich habe meine halbe Jugend mit deinem Onkel im CODB verbracht. Unsere Musiker-Idole liebt diese winzige Bühne. Aaron stand dort sogar selbst mal. Und er war auch gar nicht schlecht. Als er mir von seinem Nachtjob erzählte, brachte er mich hierher. Damit es nicht so schlimm war. Aber danach habe ich den Ort gehasst. Deswegen nahm ich dich nie hierher mit. Glaube ich. Würde dir auch gut gefallen hier. Deshalb mein Vorschlag. Such dir ein Konzert aus. Ich lade dich ein. Und dann zeige ich dir hier mal, wie ich früher abgegangen bin. Der nächste Hinweis ist dein, Miles. Ja, schade, dass das nicht mehr möglich ist. Mitnehmen. Ich brauche einen Moment. Ja. Glaube ich dir. Das ist ja jetzt leider nicht mehr möglich. Aber der Vergangenheits-Dad weiß das ja nicht. Als er die Aufnahme gemacht hat, hat er das ja noch vorgehabt. Konnte ja nicht niemand ahnen, dass er dann nicht mehr da ist. Ich habe das Video gesehen, wo du all die Rockson-Kerle vermöbelst. Okay. Nee. Lass mal.
Lobsterbills. Dads Pilgerstätte. Mhm. Unter Style Besant haust eine monstermäßig gute Mahlzeit. Ich weiß auch schon, was für ein Monster er meint. Der Hinweis muss auf Bill, den Hummer, sein. Der ist wirklich monstermäßig. Okay. Ich muss schnell heim und meine Tageslohnung abholen. Bis dann. Ah, hier. Ja, das kenne ich. Der Art Space auf der Upper East Side. Mhm. Kein Brief gelangt ohne Halt am Tor in dieses künstlerische Schloss. Ah, ja. Oh, Mann. Lobster Bills. Mein zweites Zuhause. Erinnerte mich immer an die Küche deiner Oma unten im Süden. Mein erstes Date mit deiner Mom war hier. Und so ziemlich jedes danach auch. Oh. Sogar als sie mit dir schwanger war. Direkt vor der Nachspeise kamen die Wehen. Ich gebe den Cajun Shrimps die Schuld. Danach war sie kein Fan mehr. Aber ich geb's zu. An manchen Abenden, wenn ich lang arbeiten muss. Oh ja, da gibt's frittierte Okra für mich. Ah ja. Nein, mach ich nicht. Man wusste, dass er dort Halt macht. Gönnen wir ihm sein Geheimnis. Sie waren ein gutes Team. Ja. Das glaube ich. So, hier ist die nächste Postkarte. Das heißt, wir nehmen den Punkt hier. Nö. Hätte man aber auch vorher einbauen können. Ich habe im Dailycast gehört, wie du Harlem vor Rockson geschützt hast. Ja. Siehst du? Ich hab oh, der Danny Cast. Das war eine gute Woche für Harlem. Spider-Man hat Tinkerer gestoppt. Rio Morales wurde zum Stadtrat gewählt. Roxxon Plaza ist endgültig geschlossen. Und Simon Krieger sitzt im Knast. Und ja. Bonus, ich habe den Einbürgerungstest mit wehenden Fahnen bestanden. Ui. Ich liebe dich trotzdem, China. Zurück zum Wesentlichen. Um Roxxons Gesicht zu retten, hat sein Vorstand alle persönlichen Dokumente von Krieger veröffentlicht. Memos, E-Mails, interessantes Zeug. Während ich die Dokumente durchsehe und darauf warte, dass JJJ sich live entschuldigt, spiele ich bisher unveröffentlichte Casts. Frisches Material kommt in ein paar Wochen. Denkt bis dahin daran, euren Pflanzen beim Gießen etwas vorzusingen. Ehrlich, sie lieben es. Okay, bis bald dann. Okay. Da ist der Art Space. Hm. Okay. Kein Brief gelangt ohne Halt am Tor in dieses künstlerische Schloss. Was machst du? Ja. Ich sollte die Tore um das Gebäude untersuchen. Ja. Der nächste hin. CJ Walker Park. Kenne ich. Hm. Ist oben in Harlem. Ja. Unter dem Korb, wo du fliegen lerntest, findet die Reise ihr Ende. Oh. Mann. Das soll nicht schon vorbei sein. Tja. Hören wir uns das doch mal an. Abschluss der Mittelstufe. Du und Finn habt gewitzelt, dass es eine Krönungszeremonie wird, als ihr das Artspace-Gebäude saht. Deine Mom und ich waren so stolz. Unser Sohn und unsere beinahe Tochter als Klassenbeste. Ja. Ja, ihr beide wart traurig, weil ihr auf verschiedene Highschools gehen musstet. Aber weißt du was, Miles? Die Freundschaften aus der Jugend, die echten, die halten. Du und Finn findet einander wieder. Vielleicht dauert es ein paar Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Ein Hinweis noch. Du bist bestimmt schon gespannt auf das Ziel. Finn und ich haben uns wiedergefunden. Und wieder verloren. Nicht so, wie Dad meinte. Ja. Naja, oh, das ist ja gleich in der Nähe. Dann machen wir das doch. CJ Walker Park. Mhm. Unter dem Korb, wo du fliegen lerntest, findet die Reise ihr Ende. An diesem Korb hier habe ich das allererste Mal eingenetzt. Ah ja. Mann. Echt tolle Erinnerung. Mhm. Und so kommen wir zum Schluss. CJ Walker Park. Weißt du noch, wie wir hier Basketball gespielt haben? Hm.
Okay. Dein Onkel hat dir das Dribbeln beigebracht. Und ich habe dir gezeigt, wie man mit voller Wucht deinen Kopf wirft. Ich werde nie vergessen, wie du und Finn mal deine Mom ausspielen wolltet. Dieser Ort erinnert mich daran, dass nur eins zählt. Egal wie verrückt das Leben wird. Die Leute, die man liebt. Du, deine Mom, Finn, Genki, sogar dein Onkel. Behalte die, die dir wichtig sind, in deinem Herzen. Dann machst du nichts falsch. Alles Gute zum Geburtstag. No. Du bist der Grund, warum ich tapfer bin. Süß. Oh Mann. Das hatte ich nicht erwartet. Ja. Alles Gute zum Geburtstag, Miles. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es bis zum Ende geschafft. Dir verdanke ich meinen Mut. In Liebe, Dad. Hey, Miles. Was gibt's? Hey, Mom. Ich bin fertig mit der Schnitzeljagd. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast. Kurz fühlte es sich an, als wäre wieder hier. Er ist immer hier, Micho. Hab dich lieb. Hab dich auch lieb. So, dann haben wir noch eine Nebenquest und dann sind wir durch, ne? Da oben wollte ich doch nicht hin. Ich wollte hier unten hin. Ah, hier haben wir, glaube ich, die erste Katze gerettet. Und da ist Spider-Man. Oh. Wie süß. Schwingen wir los, Spider-Cat? Ihr seht super aus. Bekämpft das Verbrechen, ihr zwei. Miau. Okay. Liebe Zuhörer, Sie wissen, dass ich großen Wert auf Wahrheit, Integrität und Fakten lege. Ich war hart zu diesem neuen Spider-Man seit der Katastrophe auf der Braithwaite Bridge. Und das mit gutem Grund. Der Junge hat es so sehr vermasselt, da wäre sogar das Original röter als sein Kostüm geworden. Also das Klassische, nicht das hässliche neue Teil. Aber heute muss ich anerkennen, dass sich unsere Stadt um diesen Jungspund schart und ihn als Helden bezeichnen. Als eine instabile Energiequelle drohte Harlem von der Landkarte zu tilgen, trat der junge Spider-Man auf den Plan und rettete Leben. Zumindest wollen seine Fans, dass wir das glauben. Oh, ich dachte, er wäre mal nett. Wäre all das nicht passiert, wenn er sich nicht diesen lächerlichen Anzug angezogen und darin durch die Gegend geschwungen wäre, um rücksichtslose Gewaltakte zu begehen. Held? Ich dachte, jetzt kommt was Nettes. Ha! Jared, lass mal ein paar Anrufer durch, die mir recht geben wollen. Jared, mach die Leitungen auf! Was heißt das, sie sind offen? Da läuft irgendwas falsch. Leute, es gibt technische Probleme. Bitte etwas Geduld. Ja, es gibt keinen niemanden, der dir recht geben will. Gesundheit. Haben wir das jetzt? Ist das... Oh! Okay. Ich dachte, da kommt noch was, aber gut. Ich meine, ist ja jetzt auch mittlerweile genug. Ne, am Ende nochmal Gestenker von J. Jonah Jameson. Dem Urgestein von Spider-Man. Ja, wenn es das war, haben wir ja alles durch und ja, dann begebe ich mich mal an den Schnitt. Das wird spaßig. Und speichern tun wir. Speichern muss immer sein. Gut, dann gucken wir mal. So, und das war's dann jetzt mit Spider-Man Miles Morales. Das war der letzte Part. Wir sehen uns hoffentlich irgendwann wieder, vielleicht sogar bei Spider-Man 2, dann im Oktober, mal gucken. Ja, ansonsten noch bei anderen Projekten. Bis dann. Bye. Bis vor etwa einem Jahr lief mein Leben eigentlich normal.
Ich lebte am besten Ort überhaupt. Brooklyn, natürlich. Hatte zwei coole Eltern und stand total auf Wissenschaft und Superhelden. Alles änderte sich, als mein Vater beim Anschlag auf das Rathaus starb. Ich konnte nicht fassen, dass er tot war. Aber Peter Parker und seine Tante May waren für mich da. Und auch Spider-Man, der, wie ich später erfuhr, Pete ist. Verrückt, was? Als dann die Teufelsatemkrise begann, wurde es heftig. Die ganzen Spidey-Superschurken tobten sich aus. Ich habe ihm geholfen, so gut ich konnte. Und danach dann, ob ihr es glaubt oder nicht, biss mich eine Spinne und alles wurde anders. Damit Mom sich keine Sorgen macht, ging ich zu Pete. Und jetzt sind wir offiziell Spider-Bros. Er hat mich trainiert und so langsam habe ich den Dreh beim Netzschwingen wirklich ganz gut raus. Ich versuche noch, das mit allen anderen Verpflichtungen unter einen Hut zu kriegen. Schule, Freunde, den Umzug. Ich bin vor ein paar Wochen nach Harlem gezogen. Aber ehrlich, ich kann kaum erwarten, was die Zukunft bringt.